Moin Moin und willkommen zu Mass Effect Andromeda. Wo waren wir stehen geblieben? Was war? Q? Q auch nicht. Dann gucken wir doch einfach mal hier ins Logbuch. Erscheinung Zeit sehen, mit Ten sollen wir reden. Okay, das haben wir hier erledigt. Ups. Zurück. Wir haben hier ja noch andere Missionen, ne? EOS und Nexus. EOS sind wir ja. Schockbehandlung. Dienstpläne finden, Krankenstation durchsuchen. Genau. Ups. Ach, hat er Verfolgung automatisch angemacht. Dieser komische Trupp, die ja die Reliktdruiden da irgendwie für sich nutzbar machen wollten, ne? Ich guck gerade, wo unser Auto ist. Dann brauchen wir nicht so viel rumlatschen, wenn wir mit dem Wagen hier rumfahren. Nicht, dass ich faul bin. Ich bin nur zu faul. So. Da hinten. Ja gut, für die paar Meter. Hui. Moin. Ryder. Jo. Ah. 18 Meter. Okay, ich gucke trotzdem rein. Waren wir hier schon drin? Kane Fox. Haben wir mit dem schon geredet? Das weiß ich gar nicht. Sie haben nicht zufällig eine Treibstoffzelle übrig, oder? Die Quartiermeisterin sagt zwar, wir hätten jede Menge davon, aber das muss sie vermutlich behaupten. Moment mal. Scheiße, Sie sind der Pathfinder. Tut mir leid, niemand hat mir gesagt, dass wir VIP-Besuch kriegen. Einfach nur Ryder. Freut mich, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Ich bin Fox, der Chefingenieur von Prodromos. Lassen Sie es mich einfach wissen, falls Sie etwas brauchen. Okay. Was denken Sie über Ihr neues Zuhause? Mein erster Eindruck? Wir haben Wasser, einen klaren Himmel, um Solarstrom zu gewinnen, Pflanzen, die wir anbauen können. Die Relikte sind natürlich ein Rätsel, aber Bradley sagt, Sie würden das schon klären. Keine Frage, vor uns liegt einiges an Arbeit. Aber ich denke, EOS wird wirklich etwas ganz Besonderes werden. Mit Bradley müssen wir auch noch reden, ne? Was sind Ihre Aufgaben hier? Mein Team bringt alles zum Laufen. Wasser, Energie, Kommunikation. Alles, was eine Zivilisation braucht. Naja, außer Gesetzen und einer Verfassung vielleicht. Aber es ist deutlich einfacher, sich um solche Dinge Gedanken zu machen, wenn man eine vernünftige Toilette hat. Genau. Dann hat man Platz, wo man sich hinsetzen kann zum Nachdenken, ne? Was führt Sie nach Andromeda? Es gibt zu Hause eine Kolonie, von der Sie noch nie gehört haben. Viridis. Sie ist gescheitert. Und ich musste als Kind mit ansehen, wie alles auseinandergebrochen ist. Als ich dort wegging, habe ich Infrastrukturtechnik und Bauwesen studiert. Langweiliges Zeug. Außer man hat je irgendwo gelebt, wo niemand etwas davon versteht. Ich schätze, ich wollte es einfach besser machen als Viridis. Und die Initiative war dafür die beste Möglichkeit. Was halten Sie von der restlichen Belegschaft des Außenpostens? Sie meinen von Connor zum Beispiel? Sie ist ziemlich lustig, wenn man sie erstmal richtig kennt. Sie sollten allerdings nie mit ihr pokern. Glauben Sie mir. Wiedersehen, Fox. Ich wünsche Ihnen was. Das wäre doch mal ein schönes Minigame hier drin, ne? Pokern. Bisschen Texas Hold'em. So, Arbeitsplan. Da haben wir den doch, ne? Wasserkram-Reparaturen. Kane Fox, Lorelei Smith, Matthew Kinnison, Kanalschäden, Axel Jennings. Jennings war der Name, ne? Sale Varex und Jamie Kasperek. Okay. Scrollen kann ich hier nicht. Oh, okay. Sah so aus, als würde da noch was Core haben. Pläne. In diesem. Warum muss ich die Türme jetzt auch immer anklicken? Diese Datei ist voller Skizzen. Oh Gott, das Wort kenne ich gar nicht. Annotationen und Explosionszeichnungen. Viele drehen sich um ein kombiniertes Straßen-Monorail-Netz für EOS. Es sind mehrere verschiedene geniale Entwürfe zu sehen. Wenn ich nachdenken muss, hilft es immer, auf den alten Klassiker zurückzugreifen. Darunter befinden sich mehrere Skizzen von eleganten Neukonzeptionen der Tramsystemkarte von Nexus. Ach so, das Ding, mit dem wir da gefahren sind. Auf anderer Seite
Auf einer Seite wurde eine Reihe heruntergeladener Statistiken zum prognostizierten Bevölkerungswachstum im kommenden Jahrhundert eingefügt. Wir haben einen Basiswert. Was Zahlen angeht, ist auf Bradley immer Verlass. Neben den Statistiken befindet sich eine einfache Skizze von Prodromus. Gestrichelte Linien zeigen Expansion, detaillierte Skizzen, die Wasser- und Abwasserleitungen unter der Erde, drahtlose Stromrouter und den Fluss des Fußgängerverkehrs. Schlampig, aber es ist ein Anfang. Mhm. So, Gruß von Alexus. Fox, wie ist es da? Ich habe gehört, dass Bradley alles reibungslos organisiert hat. Ich wusste, dass ihr es schafft. Ich will aber, ich will alles über EOS wissen. Hier ist es langweilig, also muss ich quasi durch dich aufregende Dinge erleben. Oh, erinnerst du dich an das Mädchen, von dem ich dir erzählt habe, die Asari? Wir gehen dieses Wochenende aus. Ich fasse es nicht, dass sie wirklich Ja gesagt hat. Wünsch mir Glück, jetzt bist du an der Reihe, Kumpel. Alice. Das hier überall, yeah. Die persönliche Korrespondenz. Axel Jennings. Er hat den Auftrag, überall in der Wüste Wetterstationen aufzustellen. Das sind zu viele Orte, um sie alle zu überprüfen. Wir müssen sie eingrenzen. Aha, okay. Und wie machen wir das? Ach, Krankenstation, genau. Ja, dass überall die persönliche Korrespondenz verfügbar ist, das ist so ein bisschen, ne? Also oh, oh. Nach da oben. Hier, Shortcut. Hallo, Dr. Ramirez. Oder müssen wir mit dir reden? Ryder. Nö. Dann will ich Sie mal nicht weiter stören. Viel Spaß beim Scan der Luft. Zeit wieder vorbei. Am besten unverletzt. Ja, okay. Dürfte ich mal an dein Terminal? Hallo. Hallo. Terminal. Terminal. Nee, nicht Ramirez. Ryder. Dann will ich Sie mal nicht weiter stören. Kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. Am besten unverletzt. So, also wir müssen an den Terminal ran, vor dem Hugo hier steht, ne? Was können wir hier scannen? Hiermit wurden eindeutig von Relikten verursachte Wunden versorgt. Laut diesem Datenpad hatten die Arbeiter versucht, sie zu kontrollieren. Aus der Wunde wurden Sandpartikel entfernt. Ich analysiere sie. Ein Abgleich mit den auf dem Dienstplan genannten Orten liegt nahe, dass die Verletzung in der Nähe eines Monolithen verursacht wurde. Gehen wir. Okay. Ja, die Scan benutzt man ja nicht so oft, deswegen muss man da immer wieder dran denken. Waren wir in dem Gebäude? Ja, ne? Ich glaube, wir haben die Gebäude jetzt alle abgeklappert. Jetzt wollen wir noch eben mit Bradley reden. Oh, erstmal ein bisschen einsammeln, dann reden wir mit Bradley. Hey, hab ich dich schon? Weg. Halt. Enthusiastisch dran vorbei, Jant. Bürgermeister Bradley. Pathfinder, schön, Sie zu sehen. Dank Ihnen stecken wir bis zum Hals in Arbeit. Es ist zwar ein bisschen staubig, aber daran gewöhnen wir uns schon noch. Wenn es um das eigene Zuhause geht, ist es das wert. Hm. Selbstverständlich wollen wir ständig Berichte haben. Sind wir denn jetzt verantwortlich dafür? Ich dachte, das wäre jetzt Tan von der Nexus. Also wir sollen nur aufbauen und dann normale hier. Wie nennt sich das? Administrations und so weiter. Überlasst die Leute nicht. Wir sollten den Leuten nicht zu viel zumuten. Es war schon hart genug, überhaupt so weit zu kommen. Niemand musste angetrieben werden, um das zu erschaffen, was Sie hier sehen. Die Leute sind einfach bereit. Super. Erledigen Sie einfach, was auch immer Sie auf der Nexus zu erledigen haben. Auf EOS wird es später noch genug zu tun geben. Einige Schlüsselpositionen. Connor, Nachschub. Ramirez, medizinische Versorgung. Abrams, Wissenschaft. Fox, Technik. Dank Ihnen und meinem Verwalter werden wir nicht wie Anlage 1 und 2 enden. Sie hatten keine Chance. Sie haben getan, was Sie konnten. Ich habe mir die ersten beiden Außenposten angesehen. Diese Leute haben bis zuletzt alles gegeben. Und sie hätten mehr Unterstützung von der Nexus verdient gehabt. Das ist uns allen bewusst und wir werden es auch nie vergessen. Sie, Pathfinder, haben diesen Planeten verändert, aber deshalb ist es hier noch lange nicht leicht. Was unsere Vorgänger erreicht haben, wird uns enorm weiterhelfen.
Sie waren gute Leute. Jeder einzelne von ihnen. Es wäre mir eine Ehre gewesen, mit jedem von ihnen zu scheitern. Was ich jetzt zum Beispiel gerne wissen würde, ist, das gesamte Team, das jetzt hier die Siedlung baute, sind die direkt von der Nexus geschickt worden? Oder, also standen die da parat? Oder wurden jetzt zum Beispiel aus der Schlafkammer von unserem Schiff, wie auch immer das hieß, das habe ich vergessen, Leute aufgeweckt worden, um hier eine Siedlung zu gründen? Das ist, das sind so kleine Informationen, die ich immer ganz gerne hätte eigentlich. Vielleicht besteht eine Hoffnung, blicken Sie nach vorne. Jeder einzelne von Ihnen, es wäre mir eine Ehre gewesen, mit jedem von Ihnen zu scheitern. Ja. Ich habe diese Spur zwar noch nicht zu Ende verfolgt, aber nicht alle von Ihnen sind sofort gestorben. Ja, ich habe davon gehört, dass es vereinzelte Evakuierungen gab. Falls es einige von Ihnen nochmal versuchen wollen, sind Sie mir herzlich willkommen. Oh, und Pathfinder? Die hier ist für Sie. Unsere Flagge. Hängen Sie sie irgendwo auf, wo sie jeder auf der Nexus sehen kann. Sie hat den Boden unseres ersten Außenpostens in Andromeda berührt. Zeigen Sie ihnen, dass unser Traum wahr geworden ist. Naja, vorerst, ne? Jo. Okay, dann schnappen wir uns mal unseren Nomad. Oh, gucken wir erst nochmal hier. Ja, Fluorid, dankeschön. Keine Ahnung, wozu das gut ist, aber wir sammeln ja alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. So, also wir schnappen uns unseren Nomad. Wo auch, da steht er. Und suchen jetzt mal das Team, ne? Hat der eine Hupe? Ich finde es ja immer schön, wenn die Fahrzeuge eine Hupe haben. So, um die Richtung. Hier, Hübbel. Ja, jeder, der sich an Mass Effect 1 erinnert, der Wagen hier lässt sich viel besser steuern. Oh. Höhle. Na gut. Wir folgen erstmal dem Pfad, der anscheinend dahin führt. Halt. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja. Steigt. Scheint hier so das Höchste zu sein. Ach, ganz alarmiert. Yes! So, hier Allrad wieder an. Ich frage mich, ob uns das auch Ressourcen kostet, wenn wir so eine Drohne aussetzen. Weil da müsste man echt so eine Ressource suchen. Oder ich vermute mal, die kostet nichts. Achso, jetzt muss die Pylon wahrscheinlich klappern, ne? Einen nach dem anderen, bis wir den richtigen haben. Ups. Keine Spur von diesen Arbeitern. Aber irgendjemand hat seine Ausrüstung zurückgelassen. Schlampig. Davon haben wir doch nicht unendlich viel. Moment. Ich habe hier einen offenen Kommkanal. Leicht verdientes Geld. Sobald sich die elektrische Ladung aufbaut, haben wir ein paar nette, gehorsame Relikte. Diesmal solltest du dir besser ganz sicher sein, Jennings. Wenn du Schiss hast, kannst du dich gerne hinter den vier Riesen verstecken. Ich hab zu arbeiten. Verdammt! Wir müssen sie finden, bevor sie ihre Blödheit noch umbringt. Genau. Auf zum Actionwagen. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Halt. Die Richtung müssen wir, ne? Ich frage mich wirklich immer noch, wie robust der Wagen ist, ne? Also ob wir da richtig, richtig üble Stürze mit überleben. Zum Beispiel die hier. Sie waren lange bei den Asari. Wo ist deren Frühtech? Hat gar nichts gemacht. Ihre Entsprechung eines Automobilmuseums. Das war vor ungefähr 30.000 Jahren. Davon ist nicht viel übrig. Oh, kein Chitty-Chitty-Bang-Bang bei den Asari? Und kein Kinderfänger. Ist vielleicht besser so. Okay, der Wagen nimmt überhaupt keinen Schaden bei solchen Sprüngen und er stabilisiert sich in der Luft sogar so, dass man immer auf den Reifen aufkommt. Also wie eine Katze. Finde ich gut. Ja, erwähnt ich. Halt! Ja, Käfer! Auf der Erde gab es auch solche Formationen. Viele Kinder haben bei ihrem Anblick an fremde Welten gedacht. Erwähnte ich ja vorhin. Käfer! Wir haben Ziele! Oh. Was ist denn ein Käfer? Ja, den habe ich richtig erwischt, Entschuldigung.
Ja, Mass Effect 1, das war ein echter Krampf mit dem Mako da durch die Walachei zu fahren. Das war ganz, ganz, ganz übel. Das hier ist sehr angenehm und bequem, muss ich sagen. Macht auch Spaß. Da. Was war das? Helfen Sie uns! Bitte! Positionier dich mal da. Ich wollte eigentlich nur die Waffe wegstecken. Perfektes Timing. Danke für die Hilfe. Ist Ihr Experiment mit den Relikten etwas schiefgegangen? Okay, wer hat gequatscht? Kasparek? Ja, darauf wette ich. Diese Relikte könnten unsere Felder pflügen und uns vor den Cat beschützen. Sie kontrollieren sie doch auch. Also warum sollten wir es nicht tun? Wir kontrollieren die Dinger? Nee, wir haben die doch bisher immer abgeschaltet, oder nicht? Also wenn wir irgendwas machen konnten. Und, ja, dann ausgeschaltet. Wie viele Leute müssen verletzt werden, bevor sie mit diesem Unsinn aufhören? Der Pathfinder hat recht, Jennings. Ach, na schön. Aber sie können uns nicht immer beschützen, Pathfinder. Wir brauchen hier draußen jeden Vorteil, den wir kriegen können. Ja. Erhalten, 29 Überlebensfähigkeitspunkte, da war das schon wieder, ne? Ich weiß nicht, wozu das gut ist. Ist das jetzt einfach so Zusatzbuff, den wir kriegen, der sich langsam immer weiter aufstockt? Wäre cool. In M7-Rüstung, okay. Was hier los? Bitte geschossen? Okay. So, einmal einen kurzen Überblick. So, schauen wir nochmal nach. Hier, Log und Buch. Helios-Aufgaben, da waren wir. Ne? Nexus haben wir noch. Zusätzliche Aufgaben. Sphärenmodell, Tierwelt. Anderen Stationen der Forscherin finden. Die war ja hier auch, ne? Auf diesem Planeten. Aber... Wir können zwar die Questverfolgung anmachen, kriegen aber keinen Punkt. Oder ist sie auf anderen Planeten? Huh, das wollte ich jetzt nicht. Verstorbene Bringer. Mhm. Wir bringen mal den Bringer zum Anhänger des Bruders. So, da haben wir eine Quartenmarkierung. Ja, wenn Sie schon zum Sicherheitsteam gehören, dann sorgen Sie auch für Sicherheit. Ich weiß, was ich tue. Bevor ich damit angefangen habe, gab es diesen Job gar nicht. Wenn wir scheitern, gibt es keinen unserer Jobs mehr. Das ist mir bewusst. Danke. Meine Güte, ihr quatscht dann. Wenn ich mich nicht allzu intensiv mit einem Spiel beschäftige, dann vergesse ich auch ganz schnell Sachen. Und so ging mir gerade durch den Kopf, ob wir den Wagen hier auch updaten können. Aber ich glaube, das ging, ne? Hatten wir schon mal was gesehen, glaube ich. Oh ja, ha. Clipping-Fehler. Yeah. Oh. Zurück. Dry Aluminium. Was? Wie? Piu-Piu? Autsch. Es resoniert jetzt. Wahrscheinlich mit dem Gewölbe. Okay, es resoniert mit dem Gewölbe. Ist ja klar.
rum. Ich suche jetzt noch ein bisschen Mineralien. Werden wir uns langsam auf den Weg zu dem anderen Nav-Punkt machen. Oh, oh. Ich sehe gerade, dass Gefahrenstufe bum-bum geht kaputt. Lebenserhaltungssysteme sind offline. Ja, ist alles gut hier. Sah das so aus hier? Hier sollte ein Denkmal oder Monument errichtet werden, sobald Zeit dafür ist. Das hier war eine harte Lektion für uns. Eine Lektion, die wir nie vergessen dürfen. Heilung ist ein langwieriger Prozess. Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Ja, im Normalbereich. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Das ist schön. Das ist ganz schön. Ich will da oben mal reingucken, ob dieser andere Typ noch da ist. Vielleicht kann man den ja überreden, wenn er da ist, dann an der Siedlung mitzumachen. Ey. Nur reden tust nicht mehr, ne? Schade. Also ich habe das so verstanden, ist natürlich auch möglich, dass er einfach nur so ein Spruch im Spiel war, aber ich habe das so verstanden, dass man vielleicht auch auf alte Mitglieder dieser Basis treffen kann, wie ja den da auch, und die überreden kann, halt wieder mitzumachen. Hier, gib Gas da. Ich registriere eine Strahlenbelastung über den Normalwert. Ja, dann hör auf, die zu registrieren, und ist wieder in Ordnung. Fliegt hier so ein Vieh rum, nervt mich. Halt. Geh vor. Wir kommen durch! Ja, man muss sich immer ein bisschen Spaß holen in den Spielen, ne? Und wenn es nur Käfer überfahren ist. Fluorid. Ich überlege gerade, waren wir hier schon? Ja, ne? Denke ich mal. Gerade ein bisschen, also wirkt ein bisschen unbekannt für mich, aber ich denke mal, wir waren hier schon, oder? Hat sich da jemand so eine Mini-Basis gebaut? Ah. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Wir nähern uns Anlage 2. Beständigkeit. Sie wurde uns als die Anlage verkauft, bei der wir es hinkriegen. Aber sie hatte nicht mal Zeit zu verschleißen, bevor die Cat sie zerstört haben. Um die Cat kümmern wir uns noch. Eins nach dem anderen. Ja, aber hier ist sonst nicht so weiter. Also hier ist bestimmt noch irgendwas, aber nicht, wo wir jetzt reingehen könnten oder so. Ein Aufklärungsposten. Unverzichtbar für angehende Siedler. Wir müssen mehr davon platzieren, sobald wir weiter draußen sind. Ja, aber können wir hier jetzt nicht einen neuen setzen? Oder ist das nicht notwendig? Strahlungsstufe 1, alles okay. Gut, dann waren wir hier wohl doch noch nicht. Okay, den kann man scannen. Den nicht. Was zum Pathfinder? Diese Leiche. Ein Scan könnte uns mehr verraten. Er wurde nicht erschossen. Er wurde einfach totgeprügelt. Waren das die Cat? Sowas haben wir bisher noch nie gesehen.
Die Nexus hat kein Team entsandt, um die Leichen zu bergen. Wir wussten, dass wir einige Leute verloren haben, Ryder, aber niemand hat uns gesagt, dass sie zurückgelassen wurden. Ich frage mich, wie viele da drin. Hier sieht's aus wie in einem Kriegsgebiet. Den Überlebenden zufolge haben die Cat von allen Seiten angegriffen. Es war ein Massaker. Okay, Cat von allen Seiten angegriffen, war ein Massaker. Der zu Tode geprügelt. Die Cat prügeln ja nicht, sondern die schießen ja. Also vielleicht noch was Neues. An dieser Stelle werde ich jetzt mal eben Cut machen und die Folge für heute beenden, denn ich habe hier so ein kleines Fliegevieh, das mich total wahnsinnig macht gerade. Und die Stimmen sind mir etwas zu leise im Spiel, die möchte ich gerne etwas lauter stellen. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.